Hallo zusammen, hier ist Renny Doyle, Profi-Detailer aus den USA mit einer weiteren Folge der Flex-Serie Polieren wie ein Profi. Heute wollen wir über gebrauchte, verschmutzte Schwämme reden. Ich benutze niemals einen Schwamm für unterschiedliche Polituren. Deshalb habe ich mir angewöhnt, meine Schwämme mit einem Stift zu markieren. C für Compound, also Politur, und P für Polish, also Versiegelung bzw. Wachs. Denn selbst wenn ich die Schwämme wasche, bleiben Rückstände enthalten. Deshalb darf man für ein perfektes Ergebnis die Schwämme nie vertauschen. Das gleiche gilt für meine Mikrofasertücher. Man kann sie entweder markieren oder eine Farbe wählen, zum Beispiel Rot für Politur und Grau für Versiegelung. Diese Vorgehensweise wird euch zu viel besseren Ergebnissen verhelfen und Kosten sparen, weil ihr euer Zubehör schont und sauber haltet. Schaut auf unserer Website vorbei. Falls ihr Fragen habt, sendet uns eine private Nachricht und teilt eure Bilder und Videos in den sozialen Medien mit uns. Hashtag ShineWithFlex. Wir möchten sehen, an was ihr arbeitet. Viel Spaß beim Polieren. Passt auf euch auf. Take care.